Hallo liebe Freunde auf YouTube, hier ist euer Marc Boy. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir haben hier fröhliche minus 8 Grad, strahlenden Sonnenschein in Berlin. Und ich möchte die Zeit gleich mal nutzen, um euch eine neue Anschaffung vorzustellen. Ja, ich habe mir den Alp Holzvergasungsofen zugelegt. Alp ist eine Firma aus Tschechien, die eigentlich sehr hochwertig produziert und preislich aber dafür sehr, sehr klein ist. Der Holzvergasungsofen ist aus Edelstahl. Er wiegt hier 450 Gramm. Die habe ich nachgewogen, die stimmen auch so. Es gibt ihn aber auch noch in einer Titanversion mit 293 Gramm. Die Abmaße sind 124 mm in der Höhe und 116 mm im Durchmesser. Wenn man den Potstand noch oben drauf packt, kommt man auf eine Höhe von 180 mm. Der Potstand ist hier. Ja, wie ihr hoffentlich erkennen könnt, kann man auch, wenn der drauf ist, sehr schön hier Holz nachlegen, weil der hier vorne weit geöffnet ist. Was ich richtig genial finde, ich habe noch diesen großen Snowpeak Titaniumtopf. Da passt er komplett rein. Man kann hier auch noch ein bisschen Tee und eine kleine Tasse mit hineinpacken. Deckel drauf. Ja, und schon hat man alles dabei, was man für die kleine 1-2-Mann-Küche benötigt. Geliefert wird der Holzvergasungsofen in diesem feuerroten Packsack. Ja, und nun wollen wir gleich mal probieren, wie er sich so macht, ob er wirklich richtig funktioniert, wie angegeben. Ja, ich werde mal hier alles vorbereiten. Hier nochmal kurz zum Angucken. Von unten, von oben. Ja, hier vorne das Emblem Alp. Und hier der Potstand. So, zum Anmachen habe ich jetzt hier mal ein bisschen Quickstove Firestarter mitgebracht. Das ist sehr hart. Ist kaputt, okay. So, ich werde ihn füttern mit kleinen Holzabfällen, die hier so übrig waren von Sägearbeiten. Ich habe hier immer ein bisschen Vorrat, wenn ich mir mal was kochen möchte oder so. Ja, das Holz hier ist natürlich sehr, sehr trocken, ist klar. Da solltet ihr jetzt keine Probleme mit haben. So, ich mache mal schon den Potstand drauf. Ja, auch wenn er drauf liegt, kann man schön nachlegen.
zieht ordentlich durch, wie man sehen kann. So, natürlich soll er auch nicht leer brennen. Ich habe ein wenig Wasser für ein Käffchen mitgebracht. Jetzt qualmt er aber ja doch ein wenig. Ah, da kriegt er aber nicht so gut Luft von unten. Wasser hier reingekippt. Das Wasser ist heute früh aus der Wasserleitung entnommen worden. Also hat ungefähr 4 Grad. Deckel drauf. Was da so zischt, ist der Schnee, der hier verbrennt, der noch unten dran geklebt am Topf. Ja, mal ein kurzer Blick auf die Uhr. Mal schauen, der hier braucht. Drei Minuten sind vergangen und das Wasser fängt ja schon ordentlich an zu blubbern. Ja, echt gute Leistung, aber es qualmt ganz schön. Eine weitere Minute ist vergangen und das Wasser blubbert ordentlich. Heiß. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Es hat richtig doll gekocht. So, dann mache ich mir mal hier ein Käffchen. So, ich muss natürlich erstmal wieder den Kaffee finden, der ist hier. Ich nutze mal sehr gerne diese 2-in-1 von Nescafé oder Jacobs. So, mein Käffchen ist fertig. Solange er wieder abkühlt, möchte ich mal jetzt den kleinen Holzvergaser hier mit feuchtem Holz füttern und mal schauen, wie er sich da verhält. Ganz schön voll. Er ist wirklich sehr sparsam. Ihr habt ja gesehen, was ich hier für ein Holz hatte. Es war nicht viel. Ja, das hat er noch nicht mal durchgebrannt. Ich mache jetzt mal hier dünne Baumschnittzweige rein. Es zischt natürlich etwas, weil es nass ist. Wie ihr sehen könnt, nimmt er das Holz klaglos. Ich werde mal noch ein bisschen dichter rangehen, dass ihr es besser erkennen könnt. Ja. Ein feines Feuerchen, kann man echt nicht meckern. Ein Problem habe ich hier mit den Akkus von der Kamera, die sacken mir bei der Kälte leider ständig weg, aber ich habe genug Ersatz mit.
sagen, ich schwitze schon wieder, so warm ist mir das hier. Ja, der macht ordentlich Hitze. Von außen ist er so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann. Ja, aber muss man ja auch nicht. Der kann ja ruhig hier stehen. Das Holz verbrennen. Wirklich sehr schön sparsam. Ich hatte ja schon mal diesen Bush Buddy als Holzvergasungsofen. Ich glaube, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ja, der war genauso sparsam. Hat allerdings fast das Dreifache gekostet von dem Teil hier. Gekauft habe ich das kleine Teilchen auf Amazon, war auch ruckzuck da, wie immer. Ja, und irgendwas um 35 Euro oder so. Die Titan-Version, habe ich gesehen, gibt es beim Uli Dehler bei spezial-depot.de. Ja, schöne Grüße hier an den Uli. Seine Videos gucke ich ja auch immer sehr, sehr gern an. Ich glaube, so um 45 Euro kostet die Titan-Variante. Also wer es dann wirklich so mit rumschleppen haben möchte, da ist vielleicht die Titan-Variante besser geeignet. Ja. Wenn das Feuer genug Luft hat, brennt es hier wirklich nahezu rauchfrei. Ausgezeichnet. So, ich genieße erstmal meinen Kaffee. Jo, so ein Käffchen am Minifeuer kommt auch immer wieder gut. Ja, das Holz lag nun jetzt hier im Schnee noch, war sowieso nass, weil es die ganze Zeit draußen lag. Überhaupt kein Problem. Wenn das Teilchen einmal brennt, brennt es und frisst klaglos. Alles. Was ich ja auch unbedingt noch mal testen möchte, ist so ein Hobo mit getrocknetem Kuhfladen oder ähnlichem zu verbrennen. Zu befeuern meine ich natürlich. Ja, mal schauen, wie das so wird. Oh, es ist herrlich heute im Garten. Niemand da. Absolut meine Ruhe hier. Niemand macht mich an, weil ich ein Feuerchen mache. Oh, die Glocken läuten auch, ihr hört es, es ist Mittagszeit. Ja, wunderbar. Ja, wie ihr sehen könnt, ist der Holzvergaser jetzt fast runtergebrannt. Ich hau mal noch mal ein bisschen nasses Holz rein. Guck mal, was er dazu sagt. Weg. So, mal schauen, ob das hier geholfen hat.
das Holz, was ich jetzt habe, ist natürlich sehr, sehr nass. Noch ein paar trockene Stücken oben drauf gelegt. Ja, es qualmt natürlich wieder. Ah, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da leckt schon wieder die Flamme nach oben. Ja. Da kommen die Flämmchen hoch. Ja klar, qualmt das jetzt von dem nassen Holz, das ist logisch. Aber er ist wieder am Brennen und frisst dieses sehr, sehr nasse Holz. Ja, ich lasse mir dabei meinen Kaffee schmecken und lasse jetzt mal den Alpholzvergasungsofen hier runterbrennen. Ja, könnt ihr das erkennen, wie herrlich die Flammen da hochlecken. Ja, ich denke, da gibt es noch ein Teechen hinterher. Ich habe noch Wasser. So. Na, der Fuß steht nicht richtig. So, jetzt steht er. Ja, während das Wasser hier erhitzt wird, suche ich mir mal noch ein schönes Teechen aus. Sommerfrüchte, ja, auch nicht schlecht. Okay. Ja, wieder so 3,5 Minuten vergangen und das Wasserchen kocht schon wieder. Also ich bin ehrlich begeistert, wie schnell dieser kleine Holzvergaser aus der Tschechischen Republik ist. Ja, von mir erhält er eine klare Kaufempfehlung. So, wollen wir mal das Teechen auffüllen.
So, und nun lasse ich den Holzvergaser wirklich runterbrennen. Wollen wir mal noch testen, was hier übrig bleibt von dem, was ich heute verbrannt habe. Ja, liebe Freunde, schaut genau hin. Das ist alles, was der kleine Holzvergaser hier übrig gelassen hat. Ein kleines Häufchen weiße Asche, mehr nicht. Alles andere ist hier sauber durchgebrannt. Die Asche fiel übrigens unten aus den Löchern raus. Ich zeige euch das gleich nochmal. Hier, da der Holzvergaser hier diese kleinen Löcher hat, fällt dort das verbrannte Material heraus. Ihr müsst also dafür sorgen, dass ein Stein, eine feuerfeste Unterlage, etwas Sand unter dem Hobo liegt, damit ihr da keinen Brand auslöst oder was Schlimmes passiert. So sieht der Hobo von innen aus. Jo, so von unten. Alles absolut stabil. Es hat sich nichts verzogen. Ja, wie gesagt, von mir eine klare Kaufempfehlung. Ja, liebe Freunde, ich genieße jetzt noch den Rest von meinem Tee. Entspanne ein bisschen, bevor der Alltag hier wieder losgeht. Ich wünsche euch allen ein schönes Jahr. Bleibt gesund, habt viel Spaß draußen. Schaltet bitte bald wieder ein. Lasst ein Like da oder ein Abo. Oder Kommentare unten drunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier war euer Mark Boy. Bis zum nächsten Mal. Zum Wohl.